Viele Promis wie Rihanna, Candice Swanepoel oder Bella Hadid tragen ihn, den String-Bikini. Doch ist der auch wirklich für den Alltag geeignet? Das wollen unsere Bikini-Nixen heute testen. Ariane probiert den String-Bikini à la Lady Gaga und Valentina schlüpft in das Teilchen von Sängerin Jessie J. Doch gefällt es den beiden auch? Also ich finde es hinten auch sehr knapp. Ich finde den Stoff aber sehr schön. Und vorne ist es halt ein bisschen knapp. Vor allem ist es auch doof, wenn man andere Bikinis davor anhatte und jetzt hier diese Ränder hat. Und ja, das wirkt dann nicht mehr so schön. Ich finde es hinten ein bisschen zu gewagt. Vorne finde ich es aber bei mir in Ordnung. Ja, das Muster ist auch richtig schön. Ich finde es nicht ganz so knapp wie jetzt bei hier dem Grün. Da kommt mir das noch viel dünner vor. Also ich finde, der hier ist besser geschnitten auf jeden Fall. Ja. Wie sehen das die anderen Badegäste? Ist nicht verkehrt, ne? Findest du, das könnten mehr Frauen tragen? Warum nicht? Also es spricht ja eigentlich nichts dagegen, oder? Ist das deine Freundin daneben dir? Ja, ich glaube, die findet das nicht so toll. Der String-Bikini kommt also echt gut an. Doch nun muss er sich im Wasser beweisen. Schließlich soll ja alles gut bedeckt bleiben, auch wenn es beim Planschen wild zugeht. Den Schwimmtest besteht er und verrutscht nicht. Aber für weitere Belastungstests sehen die Mädels eher schwarz. Also ich fand, er war eigentlich gut, bis auf das mit den Bändeln hier. Wir haben schon Angst, dass die dann aufgehen an den Seiten und dass wir dann auf einmal ohne Füßchen da stehen, von daher. Aber wir haben noch zwei andere Bikinis dabei und die wollen wir jetzt auch gerne testen. Beide probieren jetzt den gleichen trendy String-Bikini ohne Schnürverschluss, vergleichbar mit dem von Victoria's Secret Model Behati Prince Lou. Er sitzt viel besser, einfach dadurch, dass er auch einen ganz anderen Stoff hat, viel dicker ist, also viel breiter ist. Ich denke auch, dass er stabiler ist. Doch ist der String-Bikini stabil genug für Rutschabenteuer oder bietet er sogar Vorteile gegenüber normalen Bikinis? Ich glaube, dass man auf jeden Fall schneller rutscht. Warum? Ja, weil das ein String-Bikini ist, ne? Mit dem nackten Arsch. Wird der String-Bikini auch halten? Der hat alles super gesessen, also ist nichts verrutscht. Ja, kann man machen. Weiter geht's im String in den Wasserlaufball. Sieht gut aus, aber auch hier wieder die Frage, hält alles? Es ist mega anstrengend, aber der Bikini, der hält es schon aus. Ja. Rutscht nichts? Es rutscht wirklich gar nichts. Es macht den Anschein, als könnten die heißen Höschen einiges aushalten. Nur in den Wellen scheint der String-Bikini dann doch an seine Belastungsgrenze zu kommen. Doch nur das Oberteil macht sich selbstständig. Beim String bleibt alles da, wo es hingehört. Das Bikini-Oberteil ist verrutscht. Das heißt, ich musste mein Bikini-Oberteil festhalten. Ich denke, fürs Wellenbad sollte man dann so ein Bikini lieber nicht anziehen. Auf zur letzten und härtesten Prüfung für den Sommertrend String-Bikini. Für die Mädels geht's zum Sprungturm. Ich glaube, es verrutscht beim Springen. Also beim Wellenbad ist es ja schon verrutscht und ich glaube, beim Springen wird es dann wahrscheinlich wirklich komplett verrutschen. 3 Meter freier Fall. Sind da die Befürchtungen berechtigt? Kurz posen und los. Sitzt alles? Hat gehalten? Ja, hat alles top gehalten. Alles noch dran, ja. Es sitzt also alles noch genau dort, wo es hingehört. Der String hält, was er verspricht. Also bei den ersten Bikinis, die waren natürlich etwas knapper. Also die würde ich eher nur zum Sonnen empfehlen. Aber für Schwimmen und Springen und sowas, finde ich, sind die eher nicht so gut geeignet. Und jetzt hier diese zweiten Bikinis, die kann ich empfehlen. Selbst das Springen haben sie ausgehalten, also kann man kaufen, ja. Also ist der String-Bikini kein reines Mode-Accessoire zum Posen für Stars, sondern auch ein Badeoutfit für die heißen Tage des Sommers. Die Latexfrau macht jetzt Berlin unsicher, weil sie hier ein Bewerbungsgespräch hat. Nur Jessica weiß nicht, welchen Anzug sie anziehen soll.